زلال مجاران ده و آگاهداریان کو ام ایرو مشی که زلال بخورد دنگی خوابیش بگیشن آفرینی. ام گلک خنگیرن که Viel zu spät hat Bundeskanzlerin Angela Merkel in ihrer Regierungserklärung im Bundestag den Einmarsch in Afrin verurteilt. Beri van Eimers, Sie sind grüne Landtagsabgeordnete. Wir haben heute eine Demonstration für Frieden in Afrin. Der Konflikt hat ja mehrere Komponenten. Also es gibt eine internationale Komponente, die Türkei ist einmarschiert. Wie werten Sie das? Dieser Konflikt ist ein internationaler Konflikt und ich finde, es ist fatal, wenn man diesen Konflikt auf einen nur türkisch-kurdischen Konflikt reduziert. Denn schließlich handelt es sich hier um einen völkerrechtswidrigen Angriff seitens der Türkei und zum anderen ist es ein NATO-Land, das völkerrechtswidrig eingreift und zum anderen sind deutsche Panzer mit im Einsatz und abschließend dieser Angriff gefährdet die gesamte Region und deshalb ist das nicht nur auf einen türkisch-kurdischen Konflikt zu reduzieren. Es ist ein internationaler Konflikt mit einer Dimension, mit einem Ausmaß, vor allem dem verheerenden Ausmaß auf die gesamte Region. Jetzt hatten wir heute in Berlin im Bundestag, Angela Merkel, Bundeskanzlerin, hat heute eine Regierungserklärung und auch das Thema, ich nenne das jetzt mal, gestreift dort. Wie reagieren Menschen aus Kurdistan hier in Deutschland oder welche Erfahrungen haben Sie damit gemacht? Kurdinnen und Kurden in Deutschland sind seit fast 2 Monaten verzweifelt gewesen. Sie haben sich sehr im Stich gelassen gefühlt. Sie mussten erleben, dass in ihrem Herkunftsland sozusagen ein Krieg, ein brutaler Krieg geführt wurde mit Islamisten zusammen, eines NATO-Landes mit deutschen Panzern im Einsatz. Und sie haben schon erwartet, dass die Bundesregierung da schnell eigentlich Position bezieht und klare Worte ausspricht, zumal ja deutsche Panzer auch im Einsatz waren und mussten aber feststellen, dass die deutsche Regierung, die Bundesregierung 2 Monate lang geschwiegen hat, dazu überhaupt keine Stellung bezogen hat. Und dann mussten sie auch noch erfahren, dass es seit dem Angriff auf Syrien, auf Afrin vor allen Dingen, auch noch eine Fortsetzung der Rüstungsexporte gab. Also das hat zu einer enormen Verzweiflung geführt, aber auch Wut und Empörung. Und ich bin sehr froh, dass die Kurdin heute ihre Empörung, ihren Wut aber friedlich zum Ausdruck bringen und dass das heute nicht zu Gewalt umschlägt, weil das dürfen wir nicht zulassen. Jetzt der Eindruck, der im Moment zumindest entsteht, wenn man die Nachrichten sieht, ist, dass die Türkei ja mit ihrer Offensive nicht einfach jetzt Stopp macht, sozusagen. Afrin ist eingenommen, zerstört. Viele tausende Menschen sind auf der Flucht, sondern es geht weiter. Wie kann die Weltgemeinschaft so einen Konflikt eigentlich lösen oder auch hinnehmen? Naja, die Weltgemeinschaft muss erstmal deutlich machen, dass sie es ernst meint, dass so etwas nicht zugelassen wird. Sie hat den Versuch noch gar nicht unternommen. Sie hätte natürlich sofort vor 2 Monaten, als die ersten Bombardements gestartet wurden, klar sagen müssen, dass das inakzeptabel ist. Das haben sie aber nicht. Da ist eine Chance vertan worden, beziehungsweise man hat das einfach hingenommen oder akzeptiert aus geostrategischen Interessen heraus. Und jetzt wird es Zeit, dass die Weltgemeinschaft aber wirklich sich besinnt und einfach versteht, dass diese Form der Außenpolitik, der internationalen Politik nicht mehr erträglich ist. Wir haben eine Fluchtbewegung, eine große Fluchtbewegung. Wir haben Situationen, Länder, ganze Länder, die überhaupt nicht mehr sicher sind und wahrscheinlich auch in den nächsten 20, 30 Jahren nicht mehr sicher sein werden. Und da können wir nicht es zulassen, dass ein NATO-Partner diese Region zusätzlich mit destabilisiert. Ich glaube, die NATO muss sich jetzt damit befassen. Das wäre die Aufgabe der Bundesregierung, wenn sie es ernst meint, dass es inakzeptabel ist, auch konsequent jetzt einzufordern, dass die NATO das auf die Tagesordnung setzen muss und da auch klare Worte, auch klare Sanktionen auch aussprechen muss gegen die Türkei. Thomas Baumgärtel, wir sind hier am Rande einer Demonstration für Frieden in Afrin. Sie engagieren sich gegen den Krieg als Künstler in Syrien. Was sind Ihre Beweggründe?
Ja, ich finde, gerade als Künstler muss man sich für Meinungsfreiheit, Kunstfreiheit einsetzen. Und ich habe viele kurdische Freunde und fühle mich da völlig solidarisch, dass so ein Volk vernichtet wird. Und dieser Angriffskrieg, den Erdogan gerade führt, den verurteile ich. Und deshalb bin ich hier dabei und will auch Öffentlichkeit erzeugen. Und dass kein langer Arm von Erdogan hier verhindert, dass wir hier öffentlich uns gegen Gewalt und seinen Angriff uns einsetzen. Also wir versuchen wirklich, dass diese Kunst- und Meinungsfreiheit im Westen weiter hochgehalten wird. Die Stadt fast erobert. Sie ist zu 80% zerstört worden und dort wurde erfolgreich ein Häuserkampf geführt und der IS besiegt. Diese Kräfte haben bis heute dem IS fast völlig seine Niederlage beigebracht. Dass ausgerechnet die deutsche Bundesregierung damals nichts getan hat, weder humanitäre Hilfe, geschweige denn Waffenlieferungen an diese Kämpfer. Und dass sie heute hingehen, dass ausgerechnet diese Fahne und Symbole versuchen und verdrücken, das ist die größte Heuchelei, die wir uns Ali Zülfikar, auch Künstler, auch Sie engagieren sich für Frieden in Nordsyrien. Sie sind selber auch kurdischer Abstammung. Wie Hallo, erleben Sie im Moment die Situation? Da kommen noch ganz viele nach. Es wäre besser, wenn ihr hier euch in Richtung Wagen bewegt. Sehr dramatisch. Also für Menschen, für ganze Menschen, was geschehen haben, was die Türkei angegriffen hätten, das haben überhaupt kein Recht. Andere Länder zu Grenze zu schütten, einmarschieren. Herr Bollo, hat jetzt ein Kunstwerke zerstört, uralte Tempel zerstört, also eigentlich durch den Bombenhagel alles so zerstört. Also, das ist eigentlich, kann man so sagen, unakzeptabel. Also mussten da eigentlich stoppen, diesen Krieg. Das ist keinen Sinn, macht unseren Schmerzen so tief und da kann man nicht so wieder gut machen. Das ist so eigentlich, ist meine Meinung.